wo die ganzen Büroleute zur Arbeit fahren mit ihren Autos, die LKWs reinkommen. Da sind wir mit den Fahrrädern schon längst in der Innenstadt und haben die meisten Kunden abgewickelt. Ja, liebe Zuschauer, das war Lastenfahrradfahrer Sebastian Prill aus Berlin. Für die GC-Gruppe fährt er Artikel aus sämtlichen Bereichen der Haustechnik, vom Fitting bis zum Waschbecken, und zwar mit seinem E-Bike. Dahinter steckt ein neuer Service der GC-Gruppe, die Idee, emissionsfreie Warenauslieferung in Ballungsräumen. In Berlin läuft das Angebot schon, offenbar mit Erfolg. Unsere Kunden waren am Anfang genauso überrascht wie wir teilweise selber, dass es funktionieren kann. Aber wenn man mal genau hinschaut, haben wir ja nicht nur Wärmepumpen zu liefern, die natürlich übers E-Bike nicht gehen, sondern auch viele Kleinteile. Und das funktioniert mit E-Bike schneller, zuverlässiger als heutzutage sich mit dem LKW durch die Stadt zu quälen. Also ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Einer der Beteiligten ist auch CityLog. Das Startup-Unternehmen gehört zur GC-Gruppe und ist quasi die Spedition auf Fahrrädern. Das ist kein traditionelles Kurierdienst, sondern wir machen eine richtige Spedition mit Disposition, mit Verpacken, mit Ausliefern, mit GPS-Tracking und Just-in-Time-Liefern. Wir starten von verschiedenen Punkten, beispielsweise in Berlin von 7 oder 8 Standorten. Da sind meistens die Abexe, die in der Stadt vorhanden sind. Da werden die Räder untergebracht und die Mikrodepots sozusagen aufgebaut. Über Nacht wird die Ware von Großmachnow und Unroth in die Innenstadt gefahren. Da, wo die Räder stehen, kommt der Biker morgen früh, überprüft er seine Pakete, sortiert er die nach der Reihenfolge, die er vorgegeben hat, und würden die in den Lastenrad beladen. Und dann fährt er zum nächsten Kunden. Also wir fahren von Mikrodepot in einem Umkreis von 3,5 bis 4 Kilometer. Aber die E-Bikes brauchen natürlich auch Saft. Aus Sicht von CityLog ist das aber kein Nachteil. Das ist eine Herausforderung, das ist kein Nachteil. Das ist wie E-Mobilität ist heutzutage. Bei Autos ist das gleiche Problem auch. Wir haben aber neue Konzepte in der Innenstadt Berlin. Da gibt es Sharing-Schränke, wo man die Batterien unterwegs tauschen kann. Also unsere Biker fahren mit vollgeladenen Batterien und unterwegs nach 20 Kilometern können sie sich an einem Schrank bedienen und anderen Batterien tauschen. Transport mit dem LKW oder dem Fahrrad, die Fahrer kennen den Unterschied. Beide Sichten kenne ich, ja. Mit dem LKW brauchen wir länger in der Innenstadt, weil wir keine Parkplätze finden. Und mit dem Lastenrad sind wir so unterwegs, dass wir auch auf die Busspuren fahren können. Und deutlich schneller sind als die LKWs in der Innenstadt. Für längere Strecken plant CityLog für die Zukunft auch E-Sprinter einzusetzen. Mit Lastenfahrrad transportieren wir Volumina bis 300 Liter ungefähr. Mit E-Sprinter kommen größeren Volumina, die vor allem längeren Pakete oder Packstücke, 2 Meter langeren Rohr zum Beispiel, könnte man mit einem Sprinter transportieren. Und die längeren Strecken, also mit Fahrrad sind wir immer begrenzt, eine Reichweite von je nach Wetterlage 30 bis 50 Kilometer. Mit einem Sprinter könnte man die 100 Kilometer erreichen und dementsprechend auch längere Stops und weiteren Kunden beliefern. Eigentlich darf man nicht beim E-Bike stehen bleiben. Ich glaube, wir müssen natürlich so peu à peu unsere gesamte Flotte auch vom Verbrenner auf Elektrik umstellen. Das muss aber sinnvoll und Schritt für Schritt passieren. Im Moment geht es uns einfach darum, unsere Engpässe beim Fuhrpark und vor allem unsere Lieferleistung zuverlässig und pünktlich zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Weil ich gehe davon aus, dass es noch in Zukunft noch viel, viel schwieriger wird, mit den LKWs in Bezirke reinzufahren. Wahrscheinlich wird es irgendwann mal Zeitfenster geben, wo wir nur noch mit dem LKW 2 Stunden am Tag reinfahren dürfen in die Bezirke. Und dann ist es eine hervorragende Alternative, die uns und vor allem unseren Kunden weiterhilft. Ich glaube, dass es bei dem Endverbraucher sehr gut ankommt. Produkte, die für den Klimaschutz, zum Klimaschutz eingesetzt werden, dann auch noch klimaneutral anzuliefern, das strahlt Glaubwürdigkeit und Kompetenz aus. Also es tut unserer Branche insgesamt imagemäßig sehr gut. Die klimaneutrale Warenauslieferung der GC-Gruppe. In Berlin rollen die Lastenfahrräder bereits und auch in Potsdam, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und München. Bis Ende 2022 sollen die Betriebe in den 10 größten deutschen Städten auf diese Weise beliefert werden. Und das war's für heute von uns. Morgen gibt's hier, wie gewohnt, Ihren SAK TV Markt. Bis dahin.